Und jetzt wäre aber spannend, vielleicht kriegen wir das noch ein bisschen konkreter, weil bei Rolf Arnold ist ja der Ermöglichungsrahmen stark durch das getrieben, was den Lerner interessiert. Jetzt haben wir aber, also es ist ein Konzept, das eigentlich eher auf sozusagen eine Persönlichkeitsentwicklung abzielt, die aus dem Menschen heraus, ich würde jetzt fast den alten Begriff des Subjekts wieder stark machen wollen, hervorkommt. Und wir kombinieren das jetzt aber in der Unternehmenswelt mit den Planken, was darf denn dieser Ermöglichungsraum überhaupt leisten, damit Geschäftsprozesse ideal erfüllt werden. Stichwort auch Überqualifikation, das hatten wir ja mal kurz. Wie kann man darüber nachdenken? Also wie kann überhaupt ein Konzept der Ermöglichungsdidaktik mit dieser, sag ich mal, restriktiven Lernkultur harmonisieren? Gibt es da... Ja, also ich, für mich ist es so, dass das Wort nicht so richtig passt im Betrieb, oder ich formuliere es nochmal anders. Der Betrieb ist jetzt von den Unternehmenszielen her, von seinen strategischen, von mir aus auch normativen, aber auch von seinen operativen Zielen, die auf die Geschäftsprozesse und auf Gewinnmaximierung, und das heute verschärft unter Globalisierung etc., ist der angelegt, etwas zu ermöglichen, was für dieses Unternehmen, das kann ja eventuell ein Unternehmen sein, was hochmechanisiert ist, Coca-Cola, Apfelfabrik, Kompetenzen zulässt oder nicht. So, das ist keine Ermöglichungsdidaktik, sondern das ist nur ein Ermöglichungsraum im Rahmen dessen, was notwendig ist. Jetzt bin ich bei den, und ansonsten ist das ein Verunmöglichungsraum oder eine Verunmöglichungsdidaktik, weil der Arbeitnehmer, der mehr lernen will, der mehr Innovationen will, der kann zu einem anderen Betrieb gehen, aber nicht an diesen Betrieb, weil dieses für die Geschäftsprozesse, für die Ablauf- und Aufbauorganisation schädlich ist. Das geht überhaupt gar nicht so. Das ist auf den meisten Betrieben ist der Rahmen immer noch eng. Mit neuen Arbeits- und Organisationskonzepten ist er weiter geworden, aber er ist immer noch eng. Und jetzt haben wir im Betrieb genau diese unterschiedlichen Interessen bzw. das Spannungsfeld zwischen der Enge der Qualifikationsinteressen des Unternehmens, auch wenn sie weiter werden heute gegenüber der Industriegesellschaft, und das Subjekt eine größere Rolle spielt, und den Interessen, jetzt bin ich bei den Mitarbeitern. Der Mitarbeiter hat A, das Interesse zu qualifizieren, sich zu qualifizieren und qualifiziert zu werden über den betrieblichen Tellerrand hinaus. Warum? Weil er einfach seine Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt auch woanders anbieten will, weil er eventuell eine Personalentwicklung für sich selbst machen will. Und jetzt bringe ich noch einen Punkt, weil er eventuell auch die Bildungsdimension mit anschreibt. Der Betrieb sagt, meine Kompetenzentwicklung, fachliche, soziale und personale, sind ausgerichtet auf die Ziele des Unternehmens, strategisch und operativ. Und da wird es ganz, ganz klein. Das heißt also, für einen Normalbetrieb ist das unterhalb dessen, was wir in Ausbildungsberufen und Fortbildungsberufen haben. Weil das für die ganze Breite dieser Beruflichkeit ist. Ich bin übrigens bei Einzelberufen. Der Betrieb ist viel enger aufgestellt. Und da hat der einzelne Mitarbeiter sowohl Interesse, die Breite seines Berufsbildes und berufsübergreifend sich zu qualifizieren, aber auch zusätzlich über Kompetenzen. Kompetenzen sind immer die Umsetzung gleichzeitig gedacht in konkrete Handlungen, Arbeitshandlungen, berufliche Handlungskompetenz, sich auch zu bilden als Person, sowohl sozial in der Gruppe, aber auch was seine Selbstkompetenz betrifft. Und da ist ein Widerspruch, der wird jetzt auch bestehen bleiben. Jetzt würde ich da aber gerne mal was Kritisches noch kurz einwerfen, bevor ich direkt weitergebe. Wir versuchen ja jetzt, die Mitarbeiter immer weiter zu qualifizieren, dass sie auch persönlich mit anderen gut umgehen können, dass sozusagen die soziale Kompetenz, Teamfähigkeit steigt, dass sie frühzeitig erkennen, ob sie in einen Burnout oder ähnliches, in eine Überforderung laufen oder nicht. Und vielleicht entwickeln sie sich damit ja auch persönlich schon so weit weiter, dass sie diese Bedürfnisse wahrnehmen. Und jetzt haben wir doch plötzlich dann diese Diskrepanz, dass das Individuum, das Subjekt so nimmt es immer stärker wahr, ich möchte doch bitte eine Bildung, ich möchte vielleicht auch nur 40 Stunden arbeiten und 60.000 Euro verdienen und nicht 80 Stunden arbeiten und eine Viertelmillion. Also jetzt passiert was. Darf ich mal ein schönes Beispiel dazu geben? Wir hatten, das ist in den 1990er Jahren, mit der Einführung von Kompetenzen, die Qualifikation und vorher Fertigkeiten und Kenntnissen abgelöst haben, also Fertigkeiten und Kenntnisse, alte Berufsbilder, sind noch ein Teil der Kompetenzen und Qualifikationen auch, aber die Kompetenzen gehen jetzt eben genau neben der Fachkompetenz auf die Sozial- und Personalkompetenz. Und da haben wir in Gaggenau bei Mercedes Lerninsel eingeführt und Gruppenarbeit eingeführt. Übrigens dann auch in anderen Betrieben, das ist ein großes Erfolgsmodell gewesen. Diese Lerninseln, die sind übernommen worden auch von den Berufsschulen. So, nun wurde jetzt die Gruppenarbeit und Gruppenlernen bei Mercedes gemacht und es wurde eine Berufsschule gemacht. Die Zielorientierung bei Mercedes waren ganz eindeutig die Gruppen
hocheffizient und arbeitsfähig zu machen im Sinne der Mercedes-Leitziele. Mhm. Ob da jetzt mehr Ellbogenleute sind, wenn es effizienter ist, dann ist die Gruppenarbeit einfach gut. Da ortet sich hier der Kollege Friede einfach unter. So, die Berufsschule, die einen öffentlichen Auftrag der Bildung auch hat, hat gesagt, nein, wir sehen auf einmal hier Gruppenlernen und Gruppenarbeit, wo ja einige sind, die immer nur ellbogenmäßig die anderen zurückdrängen etc. etc. Dieses machen wir selbst zum Thema. Da ist die Bildung ins Spiel reingekommen. Mhm. Das heißt also, ich formuliere es nur noch mal anders, Kritiker der Kompetenzen, ich gehöre nicht dazu, um es gleich zu sagen, sondern ich bin Anhänger der Kompetenzen, Kritiker der Kompetenzen sagen, die Kompetenzen sind das trojanische Pferd, was die Bildung unterminiert, weil über sie und über die Arbeit der Mensch immer mehr zugerichtet wird auf ökonomische Ziele, weil das Soziale und das Personale, was am Fließband draußen gewesen ist, auch wenn du mal kaputt gegangen bist, aber das Soziale ist nicht betrieblich utilitär verengt worden. Und deswegen wird von vielen Kritikern, Gruschka etc., wir haben ja diese Wissen Lernen, diese Community und Rauschenberger, Busch etc. sind darin, die stehen der Kompetenz von daher ganz kritisch gegenüber und wir müssen nur diese Kritik sehen und sagen, so, wie weit geht Kompetenz und wo fängt Bildung an und wir müssen genau den Betrieb definieren, wie weit gehen wir da und wo steht der einzelne Betrieb.